Steffi. Also was wir ja im Moment auch haben, ist, wir kriegen auch ja teilweise immer sehr viel Zuspruch. Wie geil die Leute das finden, dass wir unserem Hund so einen Rolli gekauft haben, weißt du, so einen Hunderollstuhl. Naja, Rollstuhl kann man ja nicht sagen, weil der sitzt da ja nicht drinne. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Da kriegst du halt auch von vielen, die einen treffen, auch immer nur zu hören, ja, das ist voll geil. Andere hätten den Hund schon lange eingeschläfert und so. Ja, nee, danke, ey. Der gehört zur Familie. Ist da was? Ach, da ist so ein... Okay. Oh, so ein Mast. Den habe ich nicht gesehen. Ja, ist furchtbar, ne? Wie manche Leute so ein Tier gleich entsorgen. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. So, bin gespannt. Im Mai wird sie auf links gedreht. Ja, ey, der kam aber angepfeffert gerade. Schön, dass ich dich sehe und heute geht es dir auch gut. Der Hund wird hier mehr geliebt von Fremden. Ja. Also Susi hat wohl letztens auch jemand getroffen, den sie schon ein paar Mal beim Spazierengehen getroffen hat. Die Susi und den Hund aber lange nicht gesehen haben. Und die hat auch gesagt, oh, so schön sie zu sehen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht und so. Man weiß ja nie. Und das ist irgendwie voll süß, ne? So, sowas wird bestraft. In anderen Ländern kommst du für den Knast. Ja. Aber es gibt auch noch Länder, da ist das noch viel, viel schlimmer als bei uns. Ne? Manchmal mag man da, also ich bin ja auch immer so, ich bin ja auch so ein Mensch, ich gucke einen Film oder sowas oder spiele ein Spiel, ist egal. Und ey, ist mir scheißegal, ob die Menschen abgeknallt werden oder weiß der Geier, aber sobald es an Tiere geht, denke ich mir immer, nein, muss das sein? Ich rette oft Regenwürmer von Fahrradwegen. Mantente a la derecha. Okay. Das ist schon krass. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen würde. Wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen, weil Regenwürmer sehe ich als Nahrung für meine Enten. Also Regenwürmer haben bei uns im Garten keine Chance. Ist leider so. Extra drüber fahren würde ich natürlich nicht, wie du es gerade schreibst. Manche fahren einfach drüber. Das würde ich jetzt auch nicht machen.
So einer bin ich dann auch nicht. So, was schreibst du? Ich mag diese Anteilnahme, als mein Rottweiler starb, haben mich völlig Fremde in der Siedlung angesprochen, Beileid bekundet. Ja, ich mag sowas auch. Wenn, ne? Ich meine, in so einer kleinen Siedlung, die kennen den Hund ja auch irgendwo alle, ne? Und ich glaube auch, dass viele darüber traurig sind dann, wenn dein Hund stirbt. So. Also. Ist ja wie ein vierbeiniger Nachbar, den du gerne magst. Ihr wisst, wie ich meine. Mantente a la izquierda. Ich mag nicht alle meine vierbeinigen Nachbarn. Ja, okay. Es gibt bestimmt auch blöde vierbeinige Nachbarn. Aber ich sag jetzt mal, bei Hunden ist es ja auch oft die Erziehung, die von dem Besitzer dahinter steckt. Ich sag immer, das kann man dem Hund oft nicht dem Tier ankreiden. Es gibt halt einige von denen haben einen Knall. Diese kleinen Teppich-Ferraris sicher. Was sind denn Teppich-Ferraris? Diese kleinen Chihuahuas und so? Die immer völlig überdreht sind und immer so wirken, als wären sie auf Ecstasy und LSD? Marie, bist du noch da? Magst du mal deines Amtes walten? Ja. Du hast was Böses geschrieben, Mikasch, deswegen ist deine Nachricht nicht durchgegangen. Du hast Hund geschrieben. Das ist unglaublich, Alter. Dieser Chat manchmal. Ich glaube, Marie ist gerade nicht vorhanden. Also lieber Dog. Ja. Schreibst du lieber Doggy Style. Das geht wahrscheinlich durch. Ja, die kleinen Fußhupen, ja, dieses Rumkreischen den ganzen Tag, ja. Können natürlich nervig sein, aber ich glaube, auch mit der richtigen Erziehung kann man das denen auch abgewöhnen. Aber es ist ja immer so, umso kleiner, umso lauter und aggressiver sind die Hunde ja oft. Komischerweise. Die Kleinen haben immer die größte Fresse, aber ist bei uns Menschen ja auch so. Ja, wenn du manchmal so siehst, was für kleine Lauchboys am Aufmoppen sind, wo du denkst, Alter, also ich bin ja schon kein kräftiger Mensch, aber das sind so Leute, da hast du Angst, die anzufassen, weil die sonst auseinanderbrechen. Die haben auch meist die größte Fresse. Das ist bei Hunden genauso. Sowas wird gesperrt? Ja, manchmal wird sowas gesperrt, warum auch immer. Gott sei mit dir. Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Zahnarzt, danke für den Follow. Muchas gracias, Senor. Oder Senora? Ich weiß es ja gar nicht. Naja gut, die haben wahrscheinlich den Napoleon-Komplex. Ja. Ach, Josie, da bist du ja wieder. Ich hab dich vorhin schon angesprochen, aber keine Antwort gekriegt. Bist du wieder fremdgegangen, oder was? Meine Kleine ist super erzogen, genau wie mein Rottweiler. Dafür haben hier die meisten Großen einen Knall. Okay. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern du das meinst mit dem Knall. Ich mag Hunde, die einen Knall haben.
Vom Ding her mag ich Hunde, die einen Knall haben. Sie müssen natürlich trotzdem erzogen sein. Aber ein Hund mit einem Knall hat Charakter. Unser Hund hat auch da einen Knall. Also, unseren Mops würde ich teilweise als geisteskrank bezeichnen. Und... Ah, guck mal, wir sind in El Centro. Ah. Wir gehen in Leine und wollen alles fressen, also andere Hunde. Ja, das ist aber eine Erziehungssache. Gerade große Hunde und so, also gerade Hunde, die an der Leine dann ziehen und alles ankläffen und aggressiv sind, das ist eine Erziehungssache. Sorry, bin ja kurz fremdgegangen. Was gibt's denn? Ich wusste nicht, was ich so erzählen sollte, weil ich gerade nichts hatte. Und dann schoss mir so im Kopf, dass wir lange kein Schulter-Content hatten. Und dann habe ich mir gedacht, hast du denn schon gespart? Weil bald kommt ja der Sommer. Und dann hast du ja fast in jedem Stream Schulter-Content. Ja, eine deutsche Dogge kann groß sein. Aber ist sie denn wenigstens gut erzogen, Zahnarzt? Ich finde Truckfahren so mit so einer geilen Country-Mucke ist so geil. Ja, der ist voll entspannt. Okay, dann ist ja gut. JGA Speichern für Schulter-Content. Der war gut. Den habe ich jetzt nicht erwartet. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja. Der war hier. Ich bin in die Fresse. Der saß vor der Bank. Rein darf er ja nicht, okay? Schultern bekommen wir auch kostenlos. Oh Gott, wenn Mikas schreibt, Schultern bekommen wir auch kostenlos, da steckt doch wieder irgendwas Schlitzi-Schlitzi-mäßig dahinter, oder? Oh Gott! Was mache ich? Nee, Mika, Andy und ich haben da eine Vereinbarung. Ja. Natürlich bremst er uns aus. Mit einem Messer kommt immer mehr Motivation in die Sache. Das ist auch so geil. Du schreibst Messer. Okay, ist eigentlich auch kein schlimmes Wort, aber davon mal abgesehen, dass eben Twitch das Wort Hund gesperrt hat, ist strange. Jetzt klappt's. Vielleicht hat Twitch da irgendeinen Zusammenhang gesehen. Vielleicht hat Twitch gedacht, du wolltest mich als Hund bezeichnen. Du Hund. Digga, du Hund. Du Hundesohn. Keine Ahnung. Westbing. Alten Hund, siehste? Alten Hund hat er wieder rausgenommen. Doggy Style, das geht. Ja, siehst du, das geht. Ha! Rausgefunden. Es ist strange. Alten Hund hat er wieder gesperrt, ne? Krass. Ja. Was soll man sagen?
Du alter Kaktus, geht hoffentlich. Ja, ich glaube schon. Aber Hund ist ja, also Hund ist ja wirklich so ein bisschen, so jetzt auch gerade in der Jugendsprache, so ein bisschen drinne, so auch als Beleidigung. Vielleicht deswegen. Man weiß es nicht. Steck da nicht drin. Boah, ich muss schon wieder tanken und hab wieder nicht drauf geachtet. Aber egal, wir haben dafür schön gequatscht gerade. Gibt's denn im Sommer eigentlich Trucker-Content? Also so typisch komplett oberkörperfrei. Was? Das ist typisch bei Truckern, dass sie oberkörperfrei sind? Ist das so? Geile Sau. Geht auch. Ja? Oh Gott. Ich werd voll langsam. Will ich Spitznamen für Katzen ausprobieren. Hau raus. Ich weiß nur nicht, ob du zwischendurch Timeout kriegst oder sowas, wenn du zu viele Sachen, die zurückgehalten werden, schreibst. Muschi. Muschi geht nicht. Kannst nicht machen. Ja, hab schon einige gesehen. Dann müssen wir das wohl machen. Da muss ich noch ein bisschen trainieren vorm Sommer, ne? Damit das ein bisschen sportlicher aussieht. Shit, Alter, ich brauch unbedingt... Dann oberkörperfrei, Kippe im Mund, Bier in der Hand. Ja, da muss ich mir noch so eine. Da muss ich mir noch so eine Fake-Kippe besorgen, weil ich rauche ja nicht mehr. Kaugummi-Zigaretten. Gibt es das überhaupt noch? Aber mit Brustbehaarung. Oh, da kommst du aber mit meiner Frau in Clinch. Die mag das lieber unbehaart. Zahnarzt sagt nur, Er denkt sich wahrscheinlich auch gerade, weil er was geht denn hier ab? Oh nein. Nimm einen schwarzen Stift und malst die Haare auf. Ich kann mir ja so ein Brusthaar-Toupet kaufen. So richtig fett ist, dass das so. Dass das so aussieht, als wäre ich ein Bär. Das wäre super, danke. Ui. Alter, ey. Ihr seid auch echt verrückt. Ich muss erstmal gucken wegen der Trucker Cap. Da muss ich demnächst nochmal nachhaken, was mein Logo macht. Extra Perücke für die Brust. Also es gibt ja sicher jeden Scheiß. Es gibt jeden Scheiß. Und ich glaube auch nicht, dass du lange suchen musst, wenn du ein Brusthaar-Toupet möchtest. Nennen wir es jetzt mal Brusthaar-Toupet. Ich glaube nicht, dass du da lange suchen musst. Amazon, zack, da.
Josie, du bist ja unsere Google-Maus. Google doch mal.